Hallo, heute gibt's wieder ein neues Video von mir. Im Moment stehe ich noch ein wenig auf Kriegsfuß mit meinen Brushless-Motortreibern und daher habe ich mich mal meinem Ursprungsprojekt wieder gewidmet, nämlich dem Pimobot ein Bobbycar zu verpassen. Und das sieht doch schon auch ganz cool aus, wie er so über den Rasen fährt. Findet ihr doch sicherlich auch. Und er hat Hilfe bekommen. Schaut, da kommt er schon hinter der Blume hervor. Das habe ich natürlich nicht nur so aus Jux und Dollerei gemacht, den Anhänger dahinter gehängt und den kleinen Piloten da reingesetzt, sondern ganz bewusst. Ich wollte mal schauen, wie viel Strom die Motoren so brauchen und wie zuverlässig der Akku ist, den ich da gefunden hatte. Die Mähvorrichtung habe ich noch nicht eingebaut. Jedoch fährt das kleine Bobbycar mit dem Messermotor schon, damit ich eben auch feststellen kann, wie sich das mit dem Gewicht so verhält und vor allen Dingen, wie ich eben auch schon gesagt habe, mit der Stromaufnahme. Da ich hier ja kein Solarpanel nutze, konnte ich das INA-Modul entsprechend umkonfigurieren und messe nun einmal die gesamte Stromaufnahme, dann einmal die Stromaufnahme des linken Motors und die des rechten Motors. Die Stromaufnahme liegt hier jetzt so ungefähr bei 800 Milliampere bis 1 Ampere. Der Messermotor ist noch nicht in Betrieb. Der Pi nimmt ungefähr 200 Milliampere im Betrieb und ja, das andere teilt sich so auf die Motoren auf, je nachdem, wer gerade wie dreht. Ich steuere hier das Bobbycar mit der Pimobot IT Software, dann mit der Web-Oberfläche. Da hat der Entwickler ja zwei Joysticks eingebaut, mit denen man entsprechend wunderbar intuitiv auch das Bobbycar oder beziehungsweise den Mover dann eben im Handbetrieb steuern kann. Schauen wir ihm noch ein wenig zu. Man kann erahnen, es ist hier nicht gut zu erkennen, aber wenn man es weiß, sieht man es. In der Mitte sitzt die Kamera vom Pi und neben den Rädern links und rechts sitzen die ToF-Sensoren. Und der Blickwinkel aus der Kamera, der sieht dann so aus. Ein paar Bilder, die die Kamera geschossen hat während der Fahrt. Die Pimobot IT Software erkennt ja dann anhand der Grünanteile im Bild, also dann eben im Rasen vor der Kamera, ob es sich um eine Grünfläche handelt oder ob es ein Beet ist, also wo braune Anteile sind oder graue Anteile. Alles, was grün ist, ist gut und alles, was nicht grün ist, da darf er halt nicht hinfahren. So werden entsprechende Befehle, Fahrbefehle dann umgesetzt. Ja, und so kommen wir zum Schluss unserer kleinen Ausfahrt mit dem Bobbycar. Vielleicht hat euch das Video gefallen und ihr konntet ein wenig mitnehmen für euer Projekt. Also bis demnächst mal wieder. Ciao, ciao.